Woran liegt es deiner Meinung nach, dass so wenig im mehrgeschossigen Wohnbau so wenig in Holz gebaut wird? Am Willen des Bauherrn in erster Linie, finde ich. Also in Salzburg findet man sehr viele Argumente, warum es nicht geht. Und man sucht nicht auch Argumente, wie es gehen könnte. Was mich im Wengel stört, ist ja, dass man im sozialen Wohnbau, wie es jetzt also speziell in Salzburg nicht diskutiert, wie können wir Qualität schaffen, sondern immer nur um den Preis geht. Wie geht es noch billiger? Was man aber, glaube ich, langfristig gesehen nicht wirklich hat, weil es teurer wird. Ich bin zwar in den Baukosten billig, aber in der Instandhaltung dann teuer, im Gesamten kostet man sogar mehr. Was macht ein Holzbauer in der Lebenszykluskostenbetrachtung so viel günstiger, so viel besser? Nein, die Instandhaltung ist günstiger. Ja? Die Entsorgung ist günstiger. Am Ende des, sozusagen, wenn ja, das Gebäude beim irgendwie unsanierbar mehr, ist. Aber die reinen Baukosten sind von den Lebenszykluskosten, ich glaube, 40% in etwa. Instandhaltung ist ein anderes Budget. Ich als Nutzer oder Mieter muss aber das Ganze, also ich habe ja nichts davon, wenn ich jetzt eine günstige Miete habe, aber dann die Betriebskosten so hoch sind. Dieser Spruch, Holz ist heimelig, setzt sich das auch im Holzbau fort? Das ist halt alles Behaglichkeit und in der Behaglichkeit spielt so viel eine. Angefangen von der Temperaturgefühl, Schwingungen, die fühle mich einfach in dem wohler als in irgendeinem kalten mineralischen Bau. International wird Nadelholz jetzt mehr oder weniger transkontinental gehandelt. Ist das ein Problem für die Zukunft vom Holzbau? Hast du das Gefühl? Nein, ich glaube, das ist jetzt eine Spitze. Wird sie wieder wenden. Also weltweit geht es eigentlich in Holz dahin. Um jetzt in den Nordländern, wenn wir nochmal vom Wohnbau reden, dann sieht man ja, dass ganz viel mit Holz gebaut wird, auch innerstädtisch. Sei es in Helsinki, sei es in Stockholm, sei es in Oslo. Und da, die sind ja ganz auf einem anderen Level. Bauen. Offenbaren wir uns. Und da kommt auf. Bauen spiegelt halt die Gesellschaft oder diese manifestierte Haltung der Gesellschaft. Das zeigt sie. Wenn wir schaffen, dass wir ähnlich der Qualität der Landschaft, was wir haben, auch bauen oder Bauten errichten, das wäre optimal.